Nein, aber nicht immer. Warte, stopp, okay, jetzt. Ah, dann fange ich an. Oder willst du anfangen, die erste? Ja, ich lass dich anfangen, komm, ich lass dich mal anfangen. Dann, doch, ich will im Prinzip noch gar nicht spielen müssen, wenn ich das Ding gewinne und du trotzdem entscheidest, dass du anfängst. Ja, das ist immer gerade lange, dass du Quatsch gewinnen. Dann kommen wir mal zur ersten Frage. Kevin, erste Saison beim FCH, 15-16 war die Saison. Ja. Nennt mir bitte den kompletten Kader des ersten Saisonspiels aus der Saison 15-16. Das war übrigens damals ein Heimspiel gegen 1860 München. Ich weiß nur, dass rote Stutzen dabei waren, auf jeden Fall, das hat sich hier eingewandt. Den kompletten Kader von damals. Okay, Matze Wittek. Kevin Groß. Jan Zimmermann. Ich würde sogar mich selber auch nehmen. Das kann ich ja die Mühe überlassen. Stark, Antwort. Sehr gut. Ja, dann Kevin Müller ist, glaube ich, auch dabei gewesen. Das ist gut. Ich würde noch sagen, Arne Feig. Daniel Frahn. Stark. Wenn Frahn dabei war, dann war aber auch Heidi auch dabei eigentlich. Sebastian Heidinger. Norman Teuerkauf. Dann würde ich sagen, Sebastian Griesbeck. Marcel Tietsch-Rivero. Falsch! Nicht dabei gewesen. Oh, der war wichtig, der war wichtig. Okay. War sicher. Flo Niederlechner? War schon weg? Das ist schon mies, ey. Ich gehe mal Risiko Tim Skarke. Nein, nicht dabei? Beide dürfen wir keinen Fehler mehr machen. Ja, dürfen wir keinen Fehler mehr erlauben. Jetzt muss ich sag Robby Strauß. Oh, scheiße. Nicht fluchen. Wer hat denn für Flix vorne noch gespielt? Ah. Warte. Also es ist tatsächlich auch noch ein Spieler dabei, der jetzt im aktuellen Kader auch noch dabei ist. Im aktuellen Kader dabei ist? Ich hab ihn. Naja, weiß ich nicht. Ich würde sagen Leipi. Richtig. Leipi. Und damit geht die erste Runde an Schnatti. Wollt ihr noch wissen, wen wir sonst noch so hatten? Ja. Smail Morabit, Ben Halloran, Andreas Vogelsammer, Adriano Grimaldi, Maurizio Schoscha, Tim Göhlert und Julius Reinhardt. Oh, Jules. Tim, krass eigentlich, ja. Jules hätte man wissen können. Ah, fein. Ja. Tim eigentlich auch. Ja, Tim auch, ja, Tim, klar. Ihr sollt alle Gegner nennen, gegen die wir in der Saison 15-16 gespielt haben. Und da gerade eben Mühe angefangen hat, liegt der Ball dieses Mal bei Schnatti. Vielleicht haben wir gegen 1860 auch gespielt. St. Pauli. Kaiserslautern. Bochum. VfL Bochum, sorry. Union Berlin. Eintracht Braunschweig. Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue sehe ich nicht auf meiner Liste. Scheiße, wir waren da gerade unbedingt. Naja. Warte. Karlsruhe, KSC. Ich würde sagen, Greuther Fürth. Nürnberg. Düsseldorf. Wer ist denn da noch drüben? Duisburg, MSV Duisburg. Gut, gut, ey. FSV Frankfurt. Boah, FSV Frankfurt, ja. Ja,
ich bin unsicher. Dynamo Dresden? Nein, scheiße. Fakt war noch drin. Leider nicht. Scheiße, mit Auer, stimmt, das war es ja. Oh, die Landespokal gespielt. Sandhausen. Ah, oh, Sandhausen, ja, das ewige Sandhausen. Wie viele haben wir dann eigentlich noch? Vier. Ihr seid fast am Ende. Nur noch vier. Nur noch vier. Eintracht Braunschweig hatten wir genannt. Boah, ne. Weiß ich gerade nicht. Schon dein zweiter Spiel? Ja. SC Freiburg. Oh ja, scheiße, sie sind Meister geworden in dem Jahr. Stimmt. Also da du jetzt ja kurz vor dem bitteren Ende schon stehst. RB Leipzig. Okay, zwei Vereine noch, Jungs. Leipzig war gut, hey. Dann sage ich einfach mal nix. Das muss ja jetzt. Warte. Nee, scheiße. Irgendeinen Namen, irgendwas, was dir einfällt? Alles so genannt, was ist. Stuttgart war dieses Jahr auch noch nicht. Bist ja echt kein mehr. Wir fehlen noch. Damit geht die zweite Runde auch an Schnatti. Das heißt, der Gesamtsieg steht tatsächlich schon bei Schnatti. Um die Ehre spielen wir noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, tatsächlich wären noch dabei gewesen Arminia Bielefeld und Paderborn. Wir würden gerne wieder eine Kadernominierung hören von euch. Und zwar aus dem Spiel gegen den FC Bayern, aus dem Viertelfinale des DFB-Pokals. Da gilt das Gleiche wie bei der ersten Frage. Einfach alle, die an dem Tag nominiert waren, 18 Spieler insgesamt. Und ich fange an? Du darfst anfangen. Robert Glatzel. Hat sich eingebrannt. Ich nehme mich wieder gemütlich als erstes selber, dass ich das gleich erledigt habe. Ja, Niklas Dorsch. Marlon Busch. Nämlich Kevin Müller. Norman Teuerkauf. Robby Strauß. Nicht dabei gewesen, doch. Achso. Timo Bermann. Vitus Eicher. Robert Andrich. Pader Meinke. Krise. Dennis Tomalla. Arne Feig. Da hatten wir so, jetzt wird schon langsam eng. Kurz. Ich habe noch zwei. Hast du noch ein paar? Zwei habe ich noch. Ist Leipi schon dabei gewesen? Nee. Was war das genommen? Maurice Mundhaupt. Oh ja, stark. Ja, stimmt. Komm, Alter. Sogar zwei, die ihr kennen solltet. Das ist das Problem. Du sitzt auf der anderen Seite, du guckst auf den Zettel und weißt es alles. Ich weiß es nicht. Wenn du sogar noch zwei hast. Nico Dobe dann? Ist Olli Hüsing da schon da gewesen? Nein, auch nicht. Ja. Hätte ich ihm gegönnt. Das Spiel hätte ich ihm gegönnt. Ja, das war der dritte Strich für dich. Das heißt, Schnatti hat tatsächlich glatt gewonnen. 3-0. Stark. Wie fühlt sich das so an? Tut weh. Tut richtig weh, oder? Tut richtig weh, ja. Nur mal kurz zur Info. Maxi Thiel und Patrick Schmidt wären es noch gewesen. Ja, wie gesagt, du guckst auf deine Liste und du gehst die Dinger durch und
Ist dann schon die zweite Niederlage für dich? Ist das irgendwie. Ist wie ein roter Faden spannt sich das. Meine Frau wird es kennen. Gedächtnis ist nicht so. Das ist das Gelbe vom Ei. Klar, erstmal Glückwunsch an Marc natürlich auch an der Stelle. Danke. Nochmal. So dürfen wir auch gerne. Gut, alle desinfiziert vorher. Ich muss einfach an mir arbeiten, ganz klar. Das kann ich nicht, damit kann ich nicht umgehen. Sowas geht nicht. Kann man nicht erklären. Ist auch nicht einfach, wenn man, sag mal, das Spiel gegen Bayern, ist halt noch am präsentesten. Da war so viel los, da weiß man schon noch, wer größtenteils dabei war, wenn es ein bisschen weiter zurückliegt. Schwierig. Am Ende des Tages hat sich bei der Erfahrung ein bisschen, habe ich die Erfahrung ausgespielt, aber ansonsten war es ein gutes Duell und ich glaube, Mühe ist jetzt schon heiß, wenn es eine Revanche gibt. Ja. Ich warte auf dich, alles, lerne alles, den letzten Kader der letzten 10 Jahre. Alle versuche ich auswendig zu lernen und dann bin ich dabei. Dann also schon Kampfansage fürs Nächste. Ja, auf jeden Fall, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, also wie gesagt. Marc hat es gesagt, war, glaube ich, ein gutes Duell auf Augenhöhe, aber die entscheidenden Nuancen haben am Ende des Tages gefehlt. Die Erfahrung vielleicht sich auch durchgesetzt, Cleverness, muss man am Ende des Tages sagen. Sehr clever agiert. Taktisch gut agiert. Jetzt geht es darum, daraus zu lernen und wieder aufzustehen.